wünschen wir, wie weit wir sein werden können. Danke. Aber so kommt vielleicht der Gas mit voller Druck. Ich glaube, immer soll er vorhanden sein. Ah, stimmt ja nicht. Unseren Drückjagdstand bezogen und sind volle Erwartung, dass es wild wechselt. Schauen wir mal, was kommt. Also wir sind sehr verheißungsvoll, haben einen super Stand gehabt und naja, jetzt entscheidet halt das Jagdglück, was wir haben. Aber wir werden natürlich mit der Kamera dabei sein und schauen, dass wir so viel wie möglich Aufnahmen festhalten können. Aber wie gesagt, bei der Drückjagd, das wisst ihr selber, da kann man nichts versprechen, oft geht es so schnell mit nachher und ja.
runter. Der war jetzt beschossen, wo schon ziemlich am Waldrand war. Der hat ein richtiges Tempo drauf gehabt. Ich hab dann schön angehalten am Wurf fahren. Bin da angekommen. Und jetzt vorgekommen, die Sau hat ein bisschen zuckt am Schild. Was ich aber nicht gesehen habe, ist, dass es zwei Sauen waren und weil ich mich auf die eine konzentriert habe, eine ist auf jeden Fall weg. Omi. Richtung Toni Bichlmeier, der hat dann auch geschlossen. Jetzt weiß ich eben nicht, ob die Sau oder nicht. Das Gefühl habe ich gut, aber ich war nicht bei der Jagd, wie das so laufen kann. Kannst du noch aufgefahren? Bist du gefahren, oder? Ja, du bist. Aber ich fahre nicht. Ich fahre nicht.